So, vorletzter Fall. Jetzt ist die Frage, möchten wir. Nee, wir machen das so. Was haben wir denn hier? Ei! Oh! Meine Damen und Herren. 15. August, 13 Uhr. Sie wissen Bescheid. Sie wissen Bescheid. Die Sonne scheint. Es ist Sonntag. Alle haben gute Laune. Alle haben gute Laune. Es werden Späße gemacht. Alle lachen. In der Boxengasse verstehen sie. Ah, der High Five. Beste Kumpels. Nehmen sich in den Arm. Und dann geht's rein ins Auto. Dann ist Rennstart. Und dann ist auf einmal Serious Face angesagt. Und ab dann ist alles vorbei. Watkins Glen. Amerika sowieso. V8. Das muss. Das Action. Da wird Rennsport gefeiert. Da wird man gehypt von der Zuschauerschaft. Und dann sagt man sich so, oh Maga, Turn 1 gewinne ich einfach das Rennen. Ich gewinne Turn 1 das Rennen. Komme, was wolle. Heute zeige ich den Zuschauern wirklich alles, was ich habe. Und Folgendes spielte sich ab. Sie haben es gesehen, ja? Darf ich Ihnen was vorlesen, meine Damen und Herren? Ich möchte Ihnen kurz was vorlesen. Und danach gucken wir uns das nochmal an. Ich lese Ihnen folgenden Text vor. Car number 39 is the one that hits me in the back, making me spin the car. The braking was completely controlled and safe, but the indicated car hits me. Der gelbe Ferrari, das ist der gelbe Ferrari, der diese Worte spricht. Ich möchte noch mal Ihnen ganz kurz aufzeigen, wie der gelbe Ferrari hier gerade gefahren ist. Ich möchte Ihnen das noch mal ganz kurz aufzeigen. Also der gelbe Ferrari schiebt jetzt gerade die Schuld auf den roten Ferrari. The braking was completely controlled. So. An der Stelle mal eine ganz kurze Frage für Sie da draußen. Muss ich, wenn ich da auf dieser Innenbahn überhole, damit rechnen, dass da ein Turn-in stattfindet von dem anderen Fahrzeug oder von den anderen Fahrzeugen? Also hätte der Ferrari nicht damit rechnen müssen, dass der hier auch irgendwie die Kurve kriegen muss, wenn hier vorne schon alle lenken? Also ich meine, selbst der Ferrari hätte Schwierigkeiten gehabt, da reinzukommen. Selbst der Ferrari hätte schon Schwierigkeiten gehabt, hier reinzukommen. So, jetzt stelle ich mal ganz kurz eine Frage. Ist da eine Lücke gewesen oder nicht? Dann möchte ich noch eine weitere Frage stellen. Ist das dann an der Stelle controlled oder nicht? Meine Damen und Herren, das Ganze hat einen Massencrash verursacht und sind 3 Tage Pause. Weil das da ist definitiv völlig unüberlegt. Um unseren Bildungsauftrag zu erfüllen, dieser Ferrari hier hätte schon mehr als genug Schwierigkeiten gehabt, die Kurve zu kriegen, weil der hätte neben dem BMW gar nicht mehr reingepasst. Also hier, wenn ihr das jetzt mal seht, er wurde schon rübergeschoben. Wo will der da hin? Also der schon. So, jetzt ist die Frage, ne, wenn wir uns das jetzt mal angucken. Er ist nicht mal schneller als der andere. Er bremst einfach nur später. Und er kommt auch nicht vor der Kurve. Also er kann vor der Kurve nicht vor ihn kommen. Also er hat nicht mal die Möglichkeit, da ordentlich reinzufahren. Und wäre er noch 5 Meter weitergekommen, hätte ihn nicht der getroffen, sondern er getroffen. Oder er. So. Also an dieser Stelle, die Lücke, die dort gesehen wurde, ist absolut nicht vorhanden. Die ist nicht vorhanden. Da gibt es keine Lücke. Und da gehst du auch nicht rein. Das ist unsinnig. Und du würdest nur überleben an der Stelle. Du würdest wirklich nur diese Aktion überleben, wenn die anderen dir den Platz machen. Und das werden Leute irgendwann nicht mehr machen. Sie werden für so einen Scheiß keinen Platz mehr lassen. Weil irgendwann hat man nämlich keine Lust mehr, ständig und immer wieder solche Menschen, die uneinsichtig sind, absoluten Nonsens verursachen, in Turn 1 mit kalten Reifen beim Rennstart, mit denen willst du einfach irgendwann auch kein Rennen mehr fahren, weil es Nonsens ist. Und das hier ist absoluter Nonsens. Und die Dreistigkeit zu besitzen, so unreflektiert zu sein und dem hier noch die Strafe zu geben an der Stelle, ist eine Frechheit.
Und ich würde mir sehr wünschen, und auch hier, wie in den anderen Fällen heute, schaut euch eure eigenen Vergehen mehr als nur einmal an und macht euch darüber Gedanken, ob das überhaupt sinnvoll ist. Weil das hier ist nicht sinnvoll. Also nur weil du jemanden auf der Bremse überholen kannst, heißt das nicht, dass das sinnvoll ist, was du da gerade machst. Und das ist nicht sinnvoll. In der Theorie, wirklich jetzt mal, in der Theorie muss der hier so viel bremsen, dass der nicht mehr verzögern kann, dass all diese Autos da rumkommen und er muss noch mehr bremsen, damit die da rumkommen. Weil wo willst du da hin, wenn die Leute hier einlenken schon? Du kannst halt höchstens übers Curb und Rasen fahren. So, aber dann machst du ja das hier, dann musst du ja diese Breite auf dem Rasen zusammenfahren. Absolut frech. Und wisst ihr, was das Schlimme ist an der ganzen Sache? Der Gelbe hat den Roten auch noch reportet dafür. Der hat die Dreistigkeit besessen, den Roten dafür zu reporten. Und das lasst euch mal durch den Kopf gehen. Also dieses Fahrzeug hat das Fahrzeug reportet. Und das Video hat er auch noch gleich mit dazu geschickt. Das Video hat er wirklich mit eingereicht. Also ich sehe den Report, das Report-Video von ihm. Er hat den Roten reportet. Und das finde ich sehr, sehr unschön und absolut frech. Und ich persönlich, nicht als Herr Jutke, sondern als Dizzy, ja, deswegen kommt das jetzt runter, ich würde ihm ein paar mehr Tage als 3 Tage geben für diese Frechheit, damit er es mal lernt. Weil das ist sehr uneinsichtig, also das ist mehr als nur uneinsichtig, das ist einfach nur frech. Dumm dreist ist das. So, aber 3 Tage. Da geht's ab nach Hause. Kriegst du den gelben Schein für 3 Tage. Zack, bumm, bang. Kriegst du noch Safety Rating abgezogen, 1. Und dann kriegst du noch 20 Sekunden Time Penalty hinten dran. Zum Glück hat der BMW den gelben reported. Zum Glück, der BMW hat den reported. Das finde ich gut. So. Uff. Meine Damen und Herren. Eifelwetter. Diesig. Bisschen Regen. Das, was Racing ja so super interessant macht. Das, was irgendwie alle immer sehen wollen. Alle Zuschauer, die zu Hause auf dem Sofa sitzen. Ne? Kein Regenschirm, eine heiße Schokolade in der Hand, eine Decke über die Beine. Ja, das ist Racing, was ich sehen will. Das macht das so interessant. 300 Kilometer früher bremsen. Schön langsam fahren. Ja, wenn die so nebeneinander herfahren, wie auf der Autobahn. Das ist richtig gutes Racing. Das ist klasse. Das wollen wir sehen. Und das haben wir nämlich hier. Und ob sie es glauben oder nicht, wir befinden uns auf dem Nürburgring, nicht in Turn 1. Nicht auf der Gegend. It's not a game. It's a simulation. Bussi, bussi. Es ist auch nicht auf der Gegengeraden. Mm-mm. Nee, nee. Sie werden niemals erraten, wo das passiert. Aber es ist wirklich schwer zu sehen. Wir sitzen in einem BM und W. BMW ist einfach Liebe. Jetzt ist die Frage, kriegt man einen Panzer wie den BMW in die Knie oder nicht? Lassen Sie es uns rausfinden, ob wir einen BMW in die Knie kriegen oder nicht. Was passiert an diesem wunderschönen Tag? Ich hätte anhand des ersten Frames nicht die ganze Geschichte aufbauen sollen, weil scheiße, wir sind wieder in der Schikane auf der Backstraight. Bitte können wir das korrigieren im Cut irgendwann so. Hahaha. Mist. Die Vorgeschichte war eine Lüge. Ich bin gespannt. Was rufen denn so die Leute rein? Ich kann es Ihnen sagen, kurz und schmerzlos, es ist no further action. Das ist sehr ähnlich wie mit dem McLaren, den wir vorhin hatten. Der McLaren hier hat das Auto verloren, ist auf das Curb gekommen, was überhaupt nicht schlimm ist. Ne, wenn wir jetzt mal gucken. Er rutscht halt durch den Regen, rutscht da raus. Er ist hier immer noch auf der Bremse und muss korrigieren. Verliert halt die Kontrolle über das Auto und der BMW kann halt nicht reagieren an der Stelle, ne? Wenn man jetzt sich den BMW mal anschaut, hier, der steht auf der Bremse, bremst super viel, bremst sogar noch mehr, lupft halt noch, sowas, er kann halt darauf nicht mehr großartig reagieren. Er ist vom Gas runter, gibt kein Gas, pusht nicht, also ihr könnt die Eingaben nicht sehen. Naja, dann müsst ihr mir einfach vertrauen, dass meine bildliche Umschreibung da passt. Ja, also ist halt no further action.
da kann der BMW nicht wirklich mehr großartig drauf reagieren. Das ist halt Rennunfall. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir für heute durch. Dann haben wir 14 Fälle bearbeitet. Wir hatten eine sehr schöne, wir hatten heute ein sehr tolles Potpourri an Fällen. Es war wirklich alles dabei. Es war wirklich alles, was wir so, es war aufregend, es war ein bisschen spaßig dabei, was zum Lernen war dabei, was Neues war dabei, was Altes war dabei. Der Nürburgring war dabei und der hat mal wieder nicht enttäuscht. Sage ich, wie es ist. Der Hammer ist wieder da. Es war wirklich eine sensationell tolle Folge und ich möchte mich bedanken, dass Sie sich das hier alle reingezogen haben bei YouTube und einen Daumen drauf gezimmert haben, Kommentare geschrieben haben und tschüss. Bis dann. Auf Wiedersehen. Au revoir.